Wie sollte man Sicherheitsabstand? Hast du Angst vor Corona? Oder? Nee. Andere Ängste. Magst du mich nicht mehr? Okay, gut, also. Okay, nächste Lohnerhöhung. Ja, ich hab dich sowas von lieb. Ja. Wir begrüßen die Barretta-Zylinderkopftechnik. Hinter uns ein. Hinter uns ein Mercedes E220, Baujahr 2016. Okay, der Bursche hat 210.000 Kilometer drauf. Die Kunden, die das Auto besitzen, überlegen sich jetzt gerade, den aus der Firma rauszukaufen, um den privat für den Sohnemann zu übernehmen. Oder wenn er denn nicht so toll ist, dass man sagt, den will man in der Familie haben, dauerhaft, dann geht er zurück an Mercedes. Und irgendein anderer muss sich nachher mit dem Auto rumschlagen, wenn er denn nicht so ist, wie man sich das wünscht. 210.000 gelaufen, wir machen einen Motorcheck, beziehungsweise in dem Fall der Giso. Glück, jetzt machen wir neu auf Kundenwunsch. Sind nicht ganz billig bei den Dingen und man muss immer gucken, dass man bei den Fahrzeugen die richtigen holt. Einfach mal irgendwie über TechDoc-Daten im Internet, die gucken neue Glühketten rein. Funktioniert nachher nicht, springt das Ding nicht mehr an. Also da wirklich gucken, was sie da an Glühketten reinbauen. Und die sind auch nicht ganz billig, habe ich glaube schon gesagt. So, ja, jetzt hat er 210.000 runter. Checkheft gefähig bei Mercedes, kein Wasserverbrauch, alles bestens. Motor sollte eigentlich in Ordnung sein. Motorcode ist ein 651924. Also 651 ist für sie das, was maßgeblich ist, um den Motor eingruppieren zu können. Gelaufen ist er schon, wir gucken unter die Haube. Du hast den Motor schon angemacht, ne? Einmal kurz, ja. Ja, sieht immer riesig aus, Riesenverkleidung. Darunter ist am Ende auch nur ein Vierzylinder-Motörchen. Wir hoffen, dass wir die Glühketten rauskriegen. Wird aber schon irgendwie funktionieren. Sollte gehen. Legen wir los, oder? Wollen wir mal gerade anmachen? Okay. Komm, wir hören mal, ob der Diesel startet. Zack, weg. Dann komm, ich mach das schnell dran. Sie kennen das aus unserem mit Dieter Halle vorhin, da gab es immer den gespielten Witz, kennt heute keiner mehr. So, und hier bei uns ist das fallende Nummernschild gehört dazu, ne? So, ich mach das jetzt weg hier. So. Herrlich, herrlich, wie neu, Mercedes-Benz. Okay, vielen Dank. Da würde ich sagen, bis ins Glisch, ne? Bis gleich. Viel Spaß. Bis gleich. Viel Spaß damit. Damen. Alles klar. Der Giso, der macht also jetzt gerade die Kompressionsprüfung an unserem Mercedes. Grundsätzlich weiß ich schon, so ganz schlecht hat es bis jetzt gar nicht ausgesehen. Ich glaube, der letzte Zylinder ist noch dran. Ne, immer noch Kontrollmessung. Okay, alles klar. Also wenn er so pfeift und so einen Lärm macht, dann ist auch noch Kompression da. Okay, 24 Bar. Okay. Ein bisschen drüber haben wir jetzt. Damit liegt er auch im Rahmen. Man muss ja immer gucken, bei diesem Mercedes gibt es die unterschiedlichsten Adapter. Und je nachdem, wenn sie da falsche Adaptierungen nehmen, dann haben sie also Werte, die ziemlich weit im Keller liegen. Deswegen muss der Motor nicht schlecht sein. Also hier mit dem Adapter liegen wir jetzt bei 24 Bar. Referenzmessung auch durchgeführt. Gut, wir werden jetzt parallel dazu eine Druckverlustprüfung noch machen. Wir werden unsere Kameraendoskopie machen. Aber ich denke mal, so dicht wie die Werte jetzt alle auch beisammen lagen, gehe ich mal davon aus, dass hier also die Welt in Ordnung ist und wir dem Wagen vielleicht mit ein bisschen Glück gute Ergebnisse attestieren können. So. Was ist denn hier los? Oh, der macht wieder alles kaputt. Junge. Ich habe eine Schweizer Uhr aus dem Land. Ja, genau. Ja. Die ist aber schlecht geölt worden hier. Ein Matschhaufen hier. Schlecht geölt worden. Ja, ja, Matschhaufen. Ne? Dafür, dass der Kunde gesagt hat, der Motor ist gereinigt worden und ist er hier mit voller Ölwanne angekommen. Ne? Ja, das ja. Ist toll, wenn man den Deckel vorne aufmacht und einem erstmal alles entgegenkommt. So 7 Liter Öl entgegenkommt. Ja, ja, gut. So viel zum Thema Kundenaussage. Okay, also hier zu unserem Mercedes. Wir warten jetzt erstmal die Ergebnisse ab, was wir dann bei der Druckverlustprüfung haben. Und der Giso hält uns auf dem Laufenden und wir gucken gleich mit dabei.
Über die Schulter? Schulter, ja. Ist über ja die Schulter. Kein Problem bei mir. Ne? Ja, das ist gleich. Das gleich. So, Achtung, Kamera läuft. Ihr dürft jetzt alles so tun, als würdet ihr arbeiten. Nicht schon wieder. Giso hat die Druckverlustprüfung in Arbeit. Und die sieht gar nicht mal ganz so schlecht aus. Ja, alles rot. Sieht super aus, ne? So, also was der Giso jetzt macht, der dreht den Motor praktisch so, dass unsere Ventile nachher auf dem Zylinder geschlossen sind und der Kolben nach oben will, wenn er das körperlich schafft. Ah, der dicke Arme, der Junge. Ein bisschen skurrilerweise. Ja, sieht aber alles gut aus. Was hast du gesagt, was wir eben hatten? Ja, 10%. Ja, okay. So, also klassisch hier sofort ins Rote. Ja, alles gut. Komm, entlaste deine Arme. Entlaste deine Arme. Gut, also das ist gut. Entspricht also dem, was wir uns auch so weit gewünscht haben. Kompression passt also zur Druckverlustprüfung oder umgedreht, wie man es eben letztendlich haben will. Kameraendoskopie ist, glaube ich, auch schon gemacht worden. Wir gucken aber vielleicht noch mal rein mit der Kamera oder Bilder hast du auch da. Da sieht man natürlich dann schon die Spuren des Lebens. Der ein oder andere Piekser in der Zylinderlaufbahn ist zu erkennen. Das war es jetzt auf mich bezogen. Die ein oder andere Rief und Spur des Lebens ist zu erkennen. Ja, danke, danke. Jetzt verstehe ich das erst. Robin, wisst ihr, was ihr da tut? Wo? Hier? Ja. Völliges Neuland. Mach dich auch mal wieder ins kalte Wasser. Ja, okay, gut. Komm, wir gehen mal zu den... du kannst doch schwimmen, oder nicht? Ich? Ja. Ja, wenn es kalt ist. Was? Ja, okay. Also wir gucken hier auf den Kolben, würde ich mal sagen. Schön belichtet und beleuchtet. Da sehen wir einen Hohnschliff. Das sieht gut aus. Ne? Hier sehen wir schon wieder diese Bruchigkeit der Zylinderwände. Ja, ein bisschen fleckig. Aber unten keine riesen Rußablagerung drauf. Das sieht soweit. Hier haben wir auch noch Flecken. Ja. Können wir einen Blick auf die... Auf den, ja, genau, danke schön. Ja, auch alles sauber, ne? Ja, Ringzone hier oben ganz normal. Ein paar Druckstellen. Hast du alle schon durchgeguckt? Alle, ja. Sehen, okay. Sehen alle gleich aus. Gleich aus. Nichts Wildes. Für 210. Oh, super, ja. Okay, kann man nichts sagen. Jetzt werden viele in den Foren wieder sagen, ja, ist halt ein Mercedes, ne? Gut damit. Jo, so ganz einfach ist das nicht mehr, ne? Weil die Motoren müssen heute was aushalten, aber gerade im Bereich Diesel, wir werden in den nächsten Wochen uns mit dem Thema Refuels mal befassen. Das ist ja hier vollkommen jungfräulich gehandhabt, diese Themen. HVO-Kraftstoffe hat nichts damit zu tun, wie früher diese Diesel, vermeintlichen Dieselkraftstoff an den Tankstellen zu tanken war mit Frittenöl und so weiter. Also die verbrennen heute so sauber, diese Refuels. Wird ein eigenes Thema für sich werden. Werden wir darüber berichten und aufzeigen, dass es Alternativen zum E-Antriebskonzept eben gibt, die absolut verlässlich sind, deren Werte reproduzierbar sind und verifizierbar sind. Gucken Sie sich's an, wenn Sie einen Diesel fahren, ist das für Sie wahrscheinlich auch hochgradig interessant. Der Giso, der kippt gerade ab, was die Helligkeit angeht in der Kamera. Ich schwenke wieder zurück. Also, was sind hier unsere nächsten Schritte bei unserem Fahrzeug? Peripherie noch gucken, ja. Ob noch sowas am Motor von außen zu erkennen. Schauen wir von unten das ganze Autochen an. Ja. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ne? Also 200.000 gelaufen, gute Noten. Ich glaube, der Kunde, Besitzer kann sein Auto aus dem Geschäft übernehmen und in den Privatbereich übernehmen. Ich weiß nicht, ob der Sohnemann das Fahrzeug jetzt übernimmt. Das weiß ich nicht genau, habe ich nicht mehr genau auf dem Schirm. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus für das Auto, das in der Familie bleibt. Giso, vielen Dank. So, eben ist der Akku abgekackt. Ne? Darf man kacken sagen? Nein. Okay, der Akku hat geschwächelt. Das Schimpfwort mit K durfte ich nicht sagen, da der abge ist.
Geknickt, meinst du? Abgeknickt ist. Also in dem Fall geht es jetzt weiter. Wir halten sie auf dem Laufen und gucken uns gleich das Auto von unten an. Währenddessen der Valentin immer noch jeden Motor zerlegt. Ja. Das ist echt übel. Aber Valentin, warum hast du so orange Hände? So schmutzige Hände. Ja, ich dachte mir, ich will mal nicht den ganzen Schmuck an den Fingern haben, deswegen heute mal mit Handschuhen. Ja, das ist schon echt übel, ne? Ist echt übel, ja. Gerade bei den Dieselmotoren macht man sich die Hände also wirklich schmutzig. Das ist aber, ne, jetzt auch wirklich besonders schlimm. Ja. Hier ist, wenn hier mal so reingeht, ne? Das ist kein Öl mehr, das ist so richtiges. Also ja, hat er richtig Pampe abgelegt. Kaugummi-mäßig, ja, ein bisschen. Ne? Okay. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn, ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht er gewartet worden ist, ja, aber wenn die Ölwechselintervalle ausgereizt werden, dann entsteht genau so ein Schmotter. Und wenn sie das in den Ölkanälen so drin hängen haben, dann ist natürlich auch in Sachen Schmierung. Ja, das, ja, so sieht dann entsprechend auch dann mal ein Hauptlagerschale aus. Ja. Schön ist dann was anderes. Schön ist was anderes, ne? Genau. Also hat der ganze Motor so gelitten. Ja. Muss man jetzt mal schauen. Hier bei die, das ist ein 2,5 TDI aus dem VW-Bus T5, frühere erste Generation, also mit diesen plasmanitrierten Zylindern. Wenn man solche Motoren retten will, ist eben eine Rettungsmethode, dass man Buchsen einsetzt. Mit dem Thema wird sich der Valentin dann bei dem Motor auch beschäftigen, ob das wirtschaftlich bei dem sinnvoll und machbar ist. Zylinderkopf muss auch neu oder welche Alternativen es für den Kunde gibt. Jo, das werden wir dann letztendlich sehen, ne? Ja. Gut, Valentin, vielen Dank. Hier, der Bus kriegt gerade einen neuen Ölkühler mit verpasst. Auch eine Krankheit bei 2 Liter TDI-Motoren. Da die oftmals mit hohen Öltemperaturen zu kämpfen haben, wenn eben gerade auch Biturbo-Varianten im Einsatz sind oder wenn die Fahrzeuge mit höheren Lasten zu kämpfen haben, sprich Camperumbau oder Anhänger öfters dran haben etc., dann kann das schon mal dazu führen, dass ein Ölkühler dran muss. Beim Biturbo auf jeden Fall eigentlich fast immer. So, und hier haben wir 2 Liter TDI auch. In dem Fall später wird es wieder ein Biturbo sein, wenn alles fertig ist. Der Mohammed, der baut das Ding gerade hier soweit zusammen. Und hier kann man auch schön sehen, Zusatzölkühler wird hier installiert werden. Das ist praktisch das Thermomodul oder das Thermostat, was nachher später die Funktion übernimmt, die Öltemperatur mit im Bus zu regeln. Ja, wird noch eine Zeit lang dauern, bis das Ding dann letztendlich wirklich fertig und zusammengebaut und montiert ist. Aber ich denke mal, Ende der Woche wird das Ding auf jeden Fall laufen. Und naja, der Kunde wird auf jeden Fall dann auch wieder einen fahrbaren Untersatz haben. Ich glaube, die sind immer ganz froh, wenn sie ihren Bulli wieder in der Familie haben, weil oftmals sind es ja Arbeitstiere, Familientiere, Familienmitglieder, muss man sagen, nicht nur für Urlaub genutzt, sondern die ganze Familie profitiert davon. Kind wird in den Kindergarten gefahren, Einkäufe in der Metro und weiß der Teufel, das ist natürlich für den Bulli die Idealaufgabe und dafür sind sie prädestiniert. Der Giso macht weiter an unserem Mercedes und wir halten sie auf dem Laufenden. Gleich sind wir wieder mit dabei und schauen mal, wie das Ding von unten aussieht. So, also, wir haben es hier eben versprochen. Jetzt machen wir mal einen Blick von unten. 200.000 Kilometer Mercedes-Benz-Dauertest seit 2016. Schneller. Dieter Thomas Heck. So, komm. Ja, eigentlich okay. Alles gut? 200.000, ne? Ein bisschen Ölverlust, wie wir sehen können. Es tropft etwas anscheinend vom Turbolader runter. Da ist, also oben am Turbo hängt nicht so viel wie unten. Wahrscheinlich hat es einfach nur gesammelt. Oder es ist schon mal was gemacht worden. Müssen wir mit dem Kunden mal Rücksprache halten. Ob wir schon mal was. Gut, hatten. Da oben werde ich nicht reinleuchten, reinspinksen können. Kannst nicht viel sehen. Nee. Ja, aber ansonsten. Achsen, Gelenke, alles gut. Das ist schön. Das ist ein gepflegtes Auto, ne? Ja gut, das Auto wird gefahren, das ist gut. Also es gibt nichts Besseres für ein Auto, als es zu benutzen, ne? Die Ölwanne hier sieht aber auch so aus, als wäre sie noch nicht so lange drunter, ne? Ich will sagen, wenn er regelmäßig machen lässt, ne, ja, dann ja, muss er ja eigentlich bei 200.000 muss er ja auch, ja, regelmäßig, ja, machen. Ja. Das wird ja nicht so aussehen. Ah, die Scheiben, alles okay. Leider nichts zum Meckern, Mist. Voll das geile Auto. Echt. Kein Rost, nix, das ist ja untypisch für Mercedes. Was soll das denn? Boah, jetzt bist du aber gemein. Ne, jetzt sieht alles gut aus.
Ein Auto, was gebraucht wird. Ne? Ein gebrauchtes Auto ist es sowieso. 7 Jahre alt, das ist ja okay. Ne? Ja, top. Jute Michelin-Profil, das erkenne ich doch hier, oder? Nee, Dunlop. Scheißendreck, ey. Mann. Peinlich. Ja, Winterreifen fährst du ja auch nie, deswegen. So, okay, alles klar. Also, Auto kann runter. Gute Noten erteilt. Gucken wir uns gleich mal die Ölanalyse von dem Ding an. Iso, vielen Dank. Wir sehen uns zum Abschluss, wenn das Auto wieder anspringt. Echt? Wenn er anspringt. Wir haben hier jetzt die Ölanalyse von unserem Mercedes. Und ich habe jetzt mal die Dose hier draufgestellt, damit man den Namen nicht sieht. Aber in der Ölanalyse kann man natürlich ganz gut sehen, das Öl hat jetzt knapp 10.000 Kilometer runter. Auto, wie wir wissen, hier in dem Fall 210.000. Rußbelastung ist entsprechend hoch. Ne? Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass der Motor nicht mehr ganz frisch ist. Grundsätzlich so, dass beim Dieselmotor das Öl natürlich auch viel mehr Ruß aufnimmt als beim Benziner. Und man kann aber grundsätzlich sehen, der Gesamtzustand ist noch im vertretbaren Rahmen beim Dieselmotor. Auch eben ein Zeichen dafür, dass das Öl hoch belastet wird aufgrund des Rußeintrages. Unsere Empfehlung ist daher eigentlich auch immer beim Dieselmotor 15.000 Kilometer Öl raus. Ja, also diese Long-Life-Intervalle 25.000, 30.000, gar manchmal 40.000 Kilometer. Wer es machen will, soll es tun mit Feinsfilter und Gedönsratzhausen. Wenn der Motor dann kaputt ist, ist ja sowieso immer jemand anders dran schuld gewesen. Das sollte man sich überlegen. Der Motor lebt ja von einem guten Schmierstoff, der Turbolader auch. Die Hitzeentwicklung heute bei Fahrzeugen, Leistungsabgabe bei kleinem Hubraum extrem hoch. Also hochbelastete Motoren im Verhältnis zu 30 Jahren zurück sind das heute alles Rennmotoren. Ja. Aber ist eben selber überlassen. Wir können hier nur empfehlen. Was man hier noch insgesamt sieht, ist dann die Wassereinträge und die Treibstoffeinträge. Das sieht aber soweit sehr gut aus. Also das spricht für die Verbrennungssituation in dem Benz. Alles sauber, alles gut. Grundsätzlich kann man dann sagen, Empfehlung auch hier, Ölverbesserer, das ist unser Motorschutzadditiv. Sie kennen es im Prinzip, ich gehe jetzt nicht großartig darauf ein. Alle 2 Ölwechsel würde ich empfehlen, einen milden Motorinnenreiniger einzusetzen. Die kommen dann, ich sage mal, 200-300 Kilometer vor dem Ölwechsel zum Einsatz. In der Zeit keine Vollgasfahrten, aber Ablassen des Öls im Werkstattauftrag oder zu Hause ganz normal durchführen. Keine Aktion und Hexenwerk. Und dann eben natürlich immer, um die Injektoren bestmöglich im Leben zu halten, empfehlen wir da immer unsere Schutzadditive. Einmal den Aktivreiniger zur Vorreinigung, Anwendung einmal. Und wenn man dann im Reinigungsrhythmus bleibt, reicht alle 5000 Kilometer unser Schutzadditiv, um die Injektoren praktisch im Bestzustand zu halten. Das heißt sauber, wasserverdrängend, wenn er längere Standzeiten hat. Eigentlich ideal für die Fahrzeuge und für die heutigen beanspruchten Injektoren. Ja, also hier auch da gute Werte für unsere Auswertung oder für unseren Benz. Und an der Stelle erstmal Entwarnung. Abschluss zu unserem Mercedes. Gute Noten, 210.000 Kilometer runter. Kleiner Diesel, Vierzylinder drin, könnte man sagen, okay, ist ein bisschen untermotorisiert für das Fahrzeug. Aber tatsächlich, wenn man drin sitzt und die Autos fährt mit dem Motor, fühlen sie sich gut, flüssig und geschmeidig an. Und die 210.000 mit den guten Noten, die wir dem Auto bescheinigen können, sind ja auch Beweis dafür, dass der Motor mit dem Fahrzeug nicht überfordert ist. Also funktioniert das Konzept, Autos gut. Die Besitzer können also den Wagen durchaus aus dem Unternehmen rauskaufen, in den Privatbesitz für den Sohnemann übernehmen. Ich denke, hier ist alles richtig gemacht, wenn man die Aktion auch so umsetzt. Autos gut, wir verabschieden uns hier an der Stelle von Red Hat Zylinderkopftechnik, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Bis dahin, Ihr Red Hat Team.